Shalamons, herzlich willkommen zurück bei Goodbye Deponia, ein Fest der Bugs. Ich habe keine Ahnung, was das eben gerade war, aber es ist wieder weg. Scheinbar müssen wir durch irgendwas, als wir den Raum betreten haben, die Kollision ausgeschaltet haben. Blöd. Sehr, sehr blöd. Ich behalte die Sachen lieber in meinem eigenen Mantel. Da ist eh viel mehr Platz. Das stimmt. So will ich mich auch mal umziehen können, weil das ist richtig cool. Ich weiß nicht so recht, ob das so eine gute Idee ist, jetzt Cletus als uns selber, als er selber zu präsentieren. Gehen wir mal zur Reception, Baby. Zur Rezession. Ich denke mal, den Klamotten kann ich jetzt auch... Ja, mit Offenbot reden. Für eine Maschine wirkt er ziemlich überfordert. Dabei habe ich noch nicht mal richtig losgelegt. Oh ja, das Beste kommt jetzt erst noch. Was glotzen Sie denn so, Offenbot? Mit Verlaub, Sie sehen verändert aus, Herr Inspektor. Das nennt man Zellregeneration. Ein Konzept, das euch Robotern natürlich unbekannt ist. Was auch der Grund sein dürfte, warum sie so unglaublich verbraucht aussehen. Ja. Mir gefällt seine Arbeitseinstellung. Sie ist modisch, bequem und hält den Kopf schön wach. Okay. Oh, der Inspektor. Bevor Sie etwas sagen, ich kann die Sache mit dem Müllsack unter Ihrem Bett erklären. Es Was? Sind keine echten Menschenknochen, sondern... Das ist mir wurscht. Ich bin hier, weil ich meine Tasche brauche. Kein Problem. Ihre Tasche steht hier. Nicht die Tasche. Ich brauche die Tasche, die in meinem Zimmer steht. Und warum kommen Sie dann hier zur Rezeption? Können Sie sich irgendein Szenario vorstellen, in dem ich mich selbst unter einem Vorwand aus dem Zimmer locken muss, um an meine eigene Tasche zu gelangen? Nein. Ich auch nicht. Gut, dann überspringen wir das Warum und kommen gleich zum Wie. Wie kann ich mich selber aus dem Zimmer locken? Nun, der erste Schritt sollte sein, dass Sie auf Ihrem Zimmer sind, oder? Würde ich auch sagen. Tja, na gut. Dann gehe ich mal auf mein Zimmer, was? Das sollten Sie unbedingt tun. Und vielleicht legen Sie sich eine Weile aufs Ohr. Ich muss mich entschuldigen. Dem Inspektor scheint es heute nicht besonders gut zu gehen. Ach, das liegt wahrscheinlich nur an den giftigen Dämpfen. Kleiner Tipp, kaufen Sie niemals Wandfarbe im Hinterhof einer Chemieabfallentsorgungsanlage. Ich werde es mir merken. Der Tipp ist sehr gut. Wir kriegen Cletus ja aus dem Zimmer raus, wenn wir... ihn zum Essen holen können. Aber was brauchen wir diesen dämlichen Schraubstück? Hallo? Ihr braucht euch nicht zu verstecken. Ich bin's doch, euer Rufilein. Ach, ihr könnt mich mal. Okay. Da hinten blitzelt Boso. Da guckt gerade noch so. Ein Drittelschrauber. Wie praktisch. Ich ziehe Muttern eh immer nur zu einem Drittel an, weil sie irgendwann ja sowieso wieder voll allein runterfallen. Jupp. Können wir den jetzt... Och, Tatsache. Na, jetzt guckt ihr doch gerade. Das ist... Ah, das ist echt praktisch. Ich muss auch früher drauf kommen können. Ah, na gut. Er hat ja nun die Klamotten nicht. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier ein kleines bisschen... dran rumschrauben können. Okay. Aller guten Dinge sind zwei. Die Kunst besteht darin, dem Gast das Gefühl zu geben, er sei König. Immer nett, immer freundlich. Später kann man dann immer noch auf die Handtücher spucken. Oder ins Essen natürlich. Sehr aufschlussreich. Apropos, ich hatte doch eine Bestellung. Oha, da brat mir doch einer einen Lurch. Es ist ja schon längst Mittag. Herr Cletus, Ihr Essen ist fertig. Sie können es jetzt in der Kantine zu sich nehmen. Welches Essen? Das, das Sie bestellt haben, Sie Spaßvogel. Rattenfleisch? Nicht doch. Glauben Sie mir, es wird Ihnen wunderbar munden. Natürlich, lassen Sie sich ruhig Zeit. Sehen Sie, so macht man das. Immer freundlich, gewählte Ausdrucksweise und im Zweifelsfall lügen. Das merke ich mir, das ist gut.
Rache ist ein Gericht, das man am besten mit Fischabfällen serviert. Das klingt gut. Kling. Ich nehme noch keine Hinweise, ich bitte euch. Ja, Cletus sieht sehr begeistert aus, hätte ich gesagt. Vielleicht könnte... Tja, der Hunger treibt es rein. Aber was hält es bloß drin? Der Ekel. Der treibt es runter. Verrückt. An die Tasche kommt. Ihn beim Essen zu überwältigen wäre unsportlich. Glück gehabt, Cletus. Ja, natürlich, wir sind ja sportlich und fair und... Aber er hat doch gerade seinen Schlüssel abgegeben, richtig? Richtig? Ei, der Dotter! Sind Sie etwa schon fertig mit dem Essen? Ich hatte großen Hunger. Ja, dagegen hilft unser Essen tatsächlich schnell. Ich wette, Sie können es kaum erwarten, auf Ihr Zimmer zurückzukommen. Hier haben Sie Ihren Schlüssel zurück. Papiertüten finden Sie unter dem Bett. Gut zu wissen, ja. Haben wir den Schlüssel? Dann wollen wir doch mal gucken, was wir hier so Schönes... Hä? Der passt auch nicht. Was zum... Och nö. Der Fuzzi an der Rezeption hat mir den falschen Schlüssel gegeben. Wie jetzt? Ach, Zimmer 9. Ist natürlich blöd. Guck mal. Falschen Schlüssel umtauschen. Ja gut, also der Questlog ist jetzt eher so für die nicht so casual Spieler, würde ich jetzt fast sagen. Jo, dann wollen wir doch mal gleich reklamieren. Und schon wieder der Inspektor, welche Überraschung. Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit? Nichts ist zu meiner Zufriedenheit. Sie Blindfisch haben mir den falschen Schlüssel gegeben. Sabberlippchen, Sie haben ja recht. Natürlich habe ich recht. Ein Moment, das haben wir gleich. Oh, ich glaube, ich brauche eine Geschmacksnerventransplantation. Haben Sie was gesagt? Ja. Wie wär's mit einer knackigen Konversation? Bevor Sie mir den Schlüssel geben, würde ich zu gern Ihre Meinung zu den großen Problemen unserer Gesellschaft hören. Und zwar gleich, nachdem ich von meiner Südseereise zurückgekehrt bin. Was? Nanu, wie in aller Welt? Habe ich Ihren Mittagstisch runterwürgen können? Das würde ich auch gerne wissen. Na los, geben Sie mir meinen Zimmerschlüssel. Ich muss mir schleunigst den Mund ausspülen und eine Dreiviertelstunde weinen. Ich war ja schon dabei. Aber zunächst möchte ich Ihnen wie versprochen ein paar meiner Theorien darlegen. Was? Hohoho, jetzt aber schnell. Ich muss verhindern, dass Cletus den richtigen Schlüssel bekommt. Okay, kann ich die Tasche vorher klauen? Wenn ich sie an... Das hier fehlt, ist ein Plan. Voller Pfeile und Schleudern und Fallstricke. Und unvorhersehbarer Wendungen. Oder wenigstens ein paar cooler Spezialeffekte in 3D. Können wir die vielleicht aus... Gib mir die Tasche. Okay. Das sind ja... Jetzt ist nur noch Bosos Unterwäsche drin. Und die passt mir nicht. Aber die Farbe steht mir. Egal. Müssen wir die Uhr zurückdrehen, das... Wussten Sie, dass Brokkoli ursprünglich ein fehlgeschlagenes Militärexperiment war? Scheinbar noch nicht. Poltergeister, Erdbeben und kosmische Strahlung ebenfalls. Und damit habe ich noch nicht einmal angefangen, Ihre Frage zu beantworten. Wie lautet es noch gleich? Ob ich endlich den Schlüssel zu meinem Zimmer haben kann? Ach ja, natürlich. Okay. Ich bin heute wohl nicht ganz bei mir. Sie Glückspilz. Questlog. Müssen wir uns den richtigen Schlüssel abholen. Wir haben... Mal ganz kurz.
Ich glaube, die Uhr steht noch nicht richtig. Das war jetzt 12. Ich glaube, das ist jetzt die Ausgangsposition. Keine Ahnung, das ist zumindest eine Vermutung. Dann gehen wir. Wir brauchen ja eh diese. Ich meine, die sind ja zu Hause. Nanu, da sind sie ja schon wieder. Gibt es etwa noch weitere Probleme? Und ob es die gibt? Sie haben mir schon wieder den falschen Schlüssel ausgehändigt. Ah. Da brat mir doch einer einen Storch. Das muss an meiner Medizin liegen. Ich wusste doch, dass es ein Fehler war, den Händler zu wechseln. Und? Bekomme ich jetzt meinen Schlüssel? Einen Augenblick noch. Sobald die Wirkung nachlässt, sollten die Zahlen wieder an der alten Stelle sein. Ich will diesmal keinen Fehler machen. Sollten wir nicht vielleicht doch in Erwägung ziehen, das Hotel zu wechseln, Herr Inspektor? Irgendetwas Seltsames geht hier vor. Beruhigen Sie sich, Oppenbott. Das einzig Seltsame, was hier vorgeht, ist nach wie vor Ihr Hut. Plus Zeitverschiebung, minus Schaltjahr, 12 oben, 6 unten. Perfekt. Die Uhr geht wieder richtig. Und hier ist auch schon Ihr Schlüssel. Na, endlich. Bitte, überzeugen Sie sich selbst. Ja, so sieht er aus. Und wenn ich jemals etwas anderes behaupten sollte, dürfen Sie mich verprügeln. Wirklich? Oppenbott ist mein Zeuge. Nicht wahr, Oppenbott? Ja, warum nicht? Ich war heute schon Zeuge so vieler merkwürdiger Dinge da. Nanu? Wo ist er denn hin? Oh. Na, da ist er doch. Ist alles in Ordnung, Herr Inspektor? Davon kann keine Rede sein. Sie haben mir schon wieder den falschen Schlüssel ausgehändigt. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Hätte das gedacht. Okay, wir haben den richtigen Schlüssel. Und nun begeben wir uns in die Höhle des Löwen. Oder in des Teufels Arsch, je nachdem. König der Einbrecher, König der Zweibrecher, König der, was kommt dann, der ganzen anderen Brecher. Rufus! Vielleicht drei Brecher, aber das wäre, glaube ich, zu albern. Wie gesagt, rein in das Zimmer. Die Tasche, endlich. Jetzt schnell, bevor Cletus zurückkommt. So. Mit O. Die Tasche. Jetzt schnell. Okay. Wenn das mal keine näher kommenden Schritte sind. Verdammt, das ist Cletus. Ich sollte mir langsam ein Versteck suchen. So habe ich jetzt zwei Taschen. Hallo, schöner Mann. Kommst du öfter her? Vielleicht. Noch ein bisschen von diesem Fraß und ich hätte mir die Zähne putzen müssen. Es war ja klar, dass an einem solchen Ort niemand kochen kann. Gut, dass ich meine Champagnerkugeln mitgenommen habe. Sonst würde ich glatt verhungern. Okay. Cletus überrumpeln. Ein Faustsymbol und er geht zu Boden. Wollen wir doch mal... Ich muss ihn irgendwie ausschalten. Aber wie? Hingehen, eine Klatsche. Keine Chance. Cletus würde mich bemerken. Okay. Nur mal kurz angemerkt, dass die Dusche wirklich extrem lecker aussieht. Und so. Hier hängen tatsächlich Mottenkugeln im Schrank. Wie an einer Perlenkette aufgereiht. Die Motten scheint das nicht zu stören. Nehmen wir uns mal einfach mit. Tipptopp Teppichtonic. Der Teppichreiniger für Leute mit niedriger Lebenserwartung. Nicht zur Anwendung in geschlossenen Räumen zugelassen. Warnung? Tipptopp Teppichtonic kann giftige Chloroformgase entwickeln. Bei Kontakt mit Staub, Schmutz, Kinderhaut, Teppich und teppichartigen Textilien. Hey, da war der Samsebosen an der Passage. Und, na das ist ja mal interessant, Zahnpasta. Ach ja, die Zahnpasta, die haben wir ja auch immer noch. Jetzt können wir uns endlich unsere Chloroform
passt einfach. Laut unserem Hinweis dürfte das eine interessante chemische Reaktion ergeben. Oh Junge, das wird super. Hm? Wie jetzt? Kein Zischen? Keine Explosion? Naja, wenigstens richtig gut. Irgendwie nach Blumen, Blumen, Schummen, Blumen, Summen. Chloroformcreme. Schön, schön, schön. Wie kriegen wir jetzt die Creme an Klitoris? Hier ist ein Loch im Rohr. Dahinter zischt ein heftiger Luftzug nach oben. Ich schätze mal, es gehört zur Klimaanlage. Jung. Vielleicht können wir die Chloroformcreme hier reinschmieren. Die Dämpfe ziehen durch die Klimaanlage und er fällt um wie die Fliegen. Klappt nicht. Das Zeug bleibt einfach im Rohr kleben. Okay. Es sieht aus wie Zaber, es riecht. Wo war ich stehen geblieben? Okay. Vielleicht können wir ein bisschen an dem Rohr rumschrauben? Wieso? Ich war das nicht. Das war schon so. Okay. Ich sollte lieber sparsam damit umgehen. Einmal im Monat ist vollkommen... Hey, Moment. Es ist ja gar nicht die Zahnpasta. Okay. Mal. Klitis knuspert doch hier seine Champagnerkugeln weg. Die Mottenkugeln könnten... Noch nicht. Ich sollte ihm vorher eine Falle stellen. Der braucht schon Werkzeug, wenn er Hände wie Schraubstöcke hat. Ja. Ganz schön glitschig, meine Schraubstöcke. Ja, noch mehr Muttern. Okay, ich glaube, so wird auch ein Stück raus. Ah. Hey, er benutzt dieselbe Zahnpasta wie der Guru. Wir tauschen einfach die Zahnpasta aus. Das ist es. Ich habe sie ausgetauscht, vermutlich. Was heißt du? Hey! Okay. Ach, natürlich! Ja, ich glaube, ich weiß, was wir machen. Jetzt passt es. Bei anderen! Noch mecken noch keine Champagnerkugeln. Ich muss mir die Zähne putzen. Schnell, schnell, schnell. Mehr Kampanka. Das Zeug hätte doch längst wirken müssen. Oh nein. Dödel haben die Zahnpasta vertauscht. Beim Vertauschen. Ich hab mich quasi vertausche die tauscht. Und jetzt? Ach, Rufus, 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 Rufus. Kann das immer das? Können wir ihn ablenken? Oh Gott, die Mottkugeln sind weg. Ugh. Vielleicht können wir einfach durch den Spiegel K.O. schlagen. Hier mit dem dritten Schrauben. Damit wäre nichts gewonnen. Außer 7 Jahre Unglück. Und davon habe ich bereits einen Lebensvorrat. Okay. Damit wäre nichts gewonnen. Außer 7 Jahre und. Nicht der Text. Und da. Steh ich gar nicht. Ach hey, ach hey, ach hey. Zimmerschlüssel, Tasche, Schraube hatten wir schon. Keine Zeit. Jetzt zählt jede Sekunde. Ja, ich weiß. Das Glas. Damit wäre nichts gewonnen. Außer 7 Jahre Unglück. Und davon habe ich bereits einen Lebensvorrat. Ich hätte ihm das Glas ja rein theoretisch ins Gesicht schlagen können. Gut, dass ich so ein gutes Gedächtnis habe. Sonst würde ich noch durcheinander kommen. Okay. Was machen wir jetzt? Erstmal eine Aufnahmepause, wa? Kiekste mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.